Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Adventskalender, den ich bei Beauty Bay gefunden habe. Und zwar ist das der Inglot Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der ist gar nicht mal so günstig gewesen, ich glaube 37,75 oder so den Dreh, habe ich wie gesagt bei Beauty Bay ergattern können. Ich glaube jetzt mittlerweile dürfte der sogar schon ausverkauft sein. Ja, ich habe erst gedacht, oh voll geil, ist bestimmt ein Boxen-Adventskalender. Leider nicht, es ist ein Kläppchen-Adventskalender, der aber relativ süß aussieht, ne? Ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Wir gucken mal rein. Ich weiß übrigens noch nicht, ob es hier eine Verlosung geben wird. Schauen wir mal. Ich habe es in den Titel geschrieben, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Doch, ich glaube, es wird eine geben. Mal gucken. Okay, wir starten hier mit der Nummer 1. Die Kläppchen haben sich quasi schon von alleine gelöst. Inglot Lab Micelle Water Eau Micellaire 25 ml sind hier enthalten. Also das ist einfach ein Micellenreinigungswasser, wahrscheinlich zum Abschminken kannst du es nehmen. Bei Micellenwasser bitte, bitte, bitte immer darauf achten, dass ihr, wenn ihr das drauf gemacht habt und euch abgeschminkt habt, euch nochmal das Gesicht mit reinem Wasser nachwascht, wäscht, weil ansonsten die Micellen, die da halt drin sind, auf eurer Haut verbleiben und das wäre nicht so gut. Hier ist die Nummer 2. Hä? Oh nein! Oh. Ja, natürlich haben wir hier eine Nagelfeile drin. Hätte ich jetzt aber in einem Adventskalender für 37,75 jetzt nicht erhofft, gerade weil hier nur 12 Kläppchen drin sind, ne? Das heißt, ein Zwölftel davon ist schon mit einer Nagelfeile befüllt, die ich doof finde. Hier ist die Nummer 3. Also die Kläppchen lassen sich super leicht öffnen. Das ist fast schon zu leicht. Ja, es wird auf jeden Fall eine Verlosung geben, denn die ersten drei Produkte werde ich direkt weiter verlosen. Das hier ist Freedom System AMC Eyeshadow. Das ist ein Monolidschatten. Ich denke, den kann man irgendwo reinklicken oder so. In ein Inglot-System. Ja, denn das ist einfach so ein... ja, ich meine, gut, vielleicht hat man ja eine Leerpalette, so eine metallische Leerpalette, ne? Das ist schon eine schöne Farbe mit 1,7 Gramm. Weiß nicht, heißt die UJ23CEA? Keine Ahnung. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Farbe. Das ist halt ein Monolidschatten. Also Inglot ist nicht günstig, ne? Aber also die ersten drei Kläppchen haben mich jetzt nicht gecatcht, um es mal so zu sagen. Wir gucken jetzt in die Nummer 4. Inglot Lab Intense Night Recovery Face Cream. 10 ml sind hier enthalten. Okay, ich wusste, um ehrlich zu sein, wirklich nicht, dass Inglot auch so eine große Pflegerange zu haben scheint. Das ist hier einfach so ein kleines Tübchen. Solche 12er Adventskalender verwendet man übrigens unter anderem dafür, dass man in der Zeit vom, ich glaube, 26.12. bis zum Heiligen Dreikönigstag am 6.12. diesen Adventskalender aufmachen soll. Und das symbolisiert so ein bisschen den Weg von dem Zeitpunkt, wo die drei heiligen Könige den Stern von Bethlehem gesehen haben am Himmel, bis sie dann halt beim Christuskind eintreffen. Okay, jetzt gehen wir mal zu der Nummer 5. Also diese... Ich mache hier gleich auch vorne mal dieses Ding vorne ab. Das ist ja einfach nur so eingesetzt. Das ist sehr, sehr wackelig hier alles. Ultimative Day Protection Face Cream 10 ml. Auch da werden wir wieder ein Tübchen drin haben. Ja, das ist eine Tagescreme. Ja. Ich weiß gar nicht, wovor das denn beschützen soll, weil das steht da einfach nicht mit bei. Ja. Also Inglot hat schon ziemlich aufregende dekorative Kosmetik und da jetzt mittlerweile schon drei Pflegeprodukte plus eine Nagelfeile reinzuhauen, ist jetzt blöd. Wir sind jetzt bei der Nummer 6, die ist hier unten. Nein. Pfui, pfui, pfui. Ne? Das ist so ein kleines Schwämmchen, womit du theoretisch deinen Concealer einarbeiten könntest. Ist auch recht weich. Wir machen schnell weiter mit der Nummer 7. Weil wir hier auch jetzt nur so Mini-Größen drin haben. Es ist auch ganz gut, dass wir jetzt hier mal was Größeres drin haben. Sleeks Lip Gloss Gloss 5,5 ml. Ist ja schon so ein kleines Trauerspiel hier, oder? Okay, ja, der ist hübsch. Ne? Erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Trended Up. Davon gibt es ja auch sowas in der Art und Weise. Es ist aber ein schöner Lipgloss. Oder riecht aber nach Apfelring.
sehr, sehr angenehm. Dann hast du hier so ein Applikatorfüßchen, sehr schmal. Finde ich aber gut, wenn man Lippenprodukte auftragen will. Und das ist ein ganz, ganz gefälliger Ton. Den finde ich hübsch, hat ganz leichte Sparkles auch mit drin, aber ein schöner Lipgloss. So, dann gehen wir mal zu der Nummer 8. Die Kläppchen sind zu klein für die Produkte, die da drin sind, weil dieses Kläppchenvieh ist ja nur so draufgesetzt. Das ist echt blöd gemacht. Mann. Glow-On Highlighter, 8 ml und das wird ein Flüssig-Highlighter sein. Sind hier immer mehr im Kommen. Das Problem, was einfach bei Flüssig-Highlightern besteht, ist, dass die tatsächlich ein Ablaufdatum haben. Ne? Also das ist nur 6 Monate haltbar. Das ist für jemanden, der eine haushaltsübliche Schminksammlung hat, okay. Und dann kann man das vielleicht auch innerhalb der Zeit aufbrauchen. Ich habe aber eine so immense Sammlung mit Backups und hasse nicht gesehen, dass das einfach schade ist, wenn das kippt. Ne? Deswegen wird auch der Highlighter nicht bei mir bleiben. So schön, wie er aussieht. Ne? Das scheint halt wirklich so ein schönes Champagnertönchen zu sein. Ja, eine Farbe muss man auch nicht mit draufschreiben. Es sei denn, es ist UJ18PGA, was ich nicht glaube. So, hier haben wir jetzt die Nummer 9. Und hier ist ein Nagellack drin. Ich weiß gar nicht, wer das erzählte, aber die sollen recht gut sein. 8 ml sind hier enthalten. Das ist dieser hier und das scheint so ein richtiges Nude zu sein. Ich persönlich muss sagen, dass ich es gut finde, dass wir hier nicht klassisch roter Lippenstift, klassisch roter Nagellack drin haben, sondern dass es halt auch etwas andere Farben sind. Das ist die Farbe 082 und das sieht schön aus. Erinnert mich ein bisschen an den Essie Ballet Slippers zum Beispiel. Hier haben wir die Nummer 10, die sehr, sehr klein aussieht. Lip Satin Lipstick in der Farbe 310. Also ein Lippenstift. Mal gucken, welche Farbe der hat. Sieht schon mal optisch ganz schön aus von außen. Wahrscheinlich 310, ne? Aber schönes Packaging auf jeden Fall. Und das ist ein schöner Neoton. Der gefällt mir. Natürlich habe ich jetzt schon 5 Milliarden Nude-Lippenstifte, aber der sieht gut aus. Den werde ich mir mal genauer anschauen. Ne? Das sind halt auch Farben, die man ganzjährig tragen kann, wo man nicht auf Weihnachten oder irgendwie einen Anlass warten muss. Deswegen mag ich das so Nude, ne? Finde ich gut. Nude finde ich gut. Ja, jetzt kommen wir schon zum vorletzten Kläppchen, zu der Nummer 11. Eine Palette steht hier drauf. Okay. Freedom System. Ein Freiheitssystem. Das ist einfach eine Palette, wo man jetzt theoretisch den Lidschatten reinpacken könnte. Oder ist da was drin? Nein! Oh nein, mit Schwämmchen-Applikator. Hier könnte man theoretisch den Lidschatten reinpacken. Süß, ne? Ob das jetzt von der Marke Inglot oder von der Marke Art Deco oder sonst von irgendeiner Marke kommt, mag ich nicht. Ja, der Adventskalender oder dieser 12-Kläppchen-Adventskalender scheint nicht ganz so bombastisch zu sein. Um an die 12 zu kommen, mache ich einfach mal so. Ne? Tada! Ja, hier hat man dann das Innenleben auch dann zu sehen. Kann man theoretisch auch als Puppenhaus umbauen, oder? Wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Doch, ich glaube, das kommt ganz gut. Und hier haben wir einen zweiten Lidschatten drin. Yay! Matt NF. Okay, das sind dann zwei Lidschatten, die man in diese Leerpalette reinpacken könnte wahrscheinlich. Ja, du kannst damit einen Look machen. Definitiv, ne? Das stimmt wohl. Haut mich das um? Nein. Pech für mich, Glück für euch. In diesem Video könnt ihr 5 Produkte gewinnen. Und zwar einmal die Nagelfeile, dann den Highlighter, das Micellenwasser und die Tagescreme und die Nachtcreme. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach gerne mal vorbei. Ich kann mir schon vorstellen, warum nicht so viele diesen Adventskalender sich holen, ne? Beziehungsweise warum der jetzt nicht so hier präsent auf YouTube ist. Es ist nun mal ein Kalender, den man sich nur dann kauft, wenn man wirklich ein Inglot-Liebhaber ist, total auf die Produkte abfährt und sagt, ich muss ihn unbedingt haben. Ich muss ihn nicht haben. Das war's. Auch wenn es heute nicht ganz so positiv war. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!